Hallo liebe Leute, herzlich willkommen wieder zurück zu Pokémon Schild. Weiter geht's heute mit der Erkundung der Route 6. Und da ist Salanga, liebe Leute. Das Pokémon, das wir ja aus dem 14 Yell gewählt haben. So, wir wollen die Trainer hier besiegen. So, machst du fleißig Curry für sein Pokédex mit flickeren Rezepten? Pokédex, was? Hä? Wie? Was? Wo? Ja, warte. Wenn wir da was halt. So. Okay. Eine Backpackerin, und zwar Kerstin heißt sie. Komm mit einem Geotesto. Ich bin nur ein Pokémon. Vielleicht kommt das ja schon mal schon in dieser Folge. Mit ein bisschen Geo. Wenn ich in den Wald komme, dann können wir es tatsächlich. Aber wenn ich weiterkomme, dann können wir es tatsächlich sogar schon fangen. Gut. Ah, das ist nicht ohne. Die Testo ist gut eigentlich. Und das bringt jetzt was? Das war Pferdestärke mal ein. Und wir packen die Abstand hier. Gar nicht. Wir können noch mal einsetzen. Wir besiegen dieses Schulfest. Piccolo 35, Schlappe 34. Piccolo steht jetzt auch im Wald vor der Entwicklung, noch ein Level. Dann müsste sich das eigentlich weiterentwickeln, oder? Das ist Level 35. Ja, es ist Level 35 und jetzt entwickelt sich weiter. Und entwickelt sich zu einem Libelo. So. Was will jetzt hören? Feuerball. Oh, cool. Da kann ich die Glut mal rausnehmen. Feuerball, ja. Cool. Gut, dann aber. Das ist soweit auch, warte mal, ich hole mal noch mich noch einen Doppelkampf, glaube ich, wenn ich richtig gesehen habe. Eine Iguana, cool. Und hier ist vor allem noch ein Item. Und zwar, oh, ein Sonderbombo, cool. Das können wir dann für unser letztes Teammitglied noch verwenden. Ich muss es dann wahrscheinlich irgendwie noch trainieren gehen. Also das macht er wieder offscreen. Das ist in der Naturzone relativ einfach erledigt. Das dauert dann irgendwie eine halbe Stunde oder so, dann kann ich das trainieren. Falls ich noch Raids habe, die ist die große Frage, dann muss ich halt mit euch zusammen. Nehmen. So, ich habe hier noch ein paar Trainer ausgelassen. Und zwar die. So. Müsste tatsächlich Käfergift sein. Eieiei. Das ist ja so schnell, macht das. Aber scheinbar ist es doch nicht so schnell. So. Scheinbar ist es doch noch nicht so schnell, wie ich das eigentlich erwartet, wie ich eigentlich gedacht habe. Oder ich habe einfach schlichtweg das Falsche. Also egal, ich bin froh, dass ich überhaupt eins gefangen habe. Wenn man mal Folge 13 war das oder so, da reinguckt, dann weiß ich, könnte man sehen, wie schwierig es ist, tatsächlich sich so einen Preis auszufangen. So. Okay. Gladiandri. Da kann ich nur mit einem Kampf-Pokémon drauf. Das Pokémon ist Stahl und Licht. Das müsste ich eigentlich tatsächlich auch mal privat trainieren. Das würde ich mir hochnehmen. Das ist ja gar nicht mehr so schlecht eigentlich.
gerade jetzt nicht fehlen. Ja, ich will ja privat nochmal ein bisschen mal versuchen durchzuführen mit einem anderen Team. Vielleicht ziehen wir da mal ein Gladi ran. Die fängt ja eigentlich relativ früh. Ich glaube, bitte 5 oder so. So, dann haben wir das auch. Diese Trainerin ist schon besiegt auf jeden Fall. Heute machen wir, wie gesagt, vielleicht kriegen wir heute noch die Möglichkeit. Die Möglichkeit heute, Prospekt zu erreichen. Oder nicht möglich, ich suche heute die Trainer erstmal. Dann machen wir vielleicht sogar in der nächsten Folge erst. Oh, da kommt die Tristatur oder was? Dann ist sogar schon die Arena. Okay, du bist da. Ich fahre wieder Doppelkampf nochmal. So. Caradone ist das Gegenstück zu Giotesto. Ich guck mal, was ich hier mache. Ich hab grad Hupe gemacht. So. So, noch um. Kann ich. Okay. Aua! Ja, genau. Der Tiefe sieht noch weiter. Da lag hier. Genau, push deine Werte noch. Muss ich dringend gleich kriegen. Die Nerven halt wirklich nicht dabei. Teilweise. Ja, wir merken einfach, dass mein letztes Teammitglied auch fehlt. Genau, Rückzug. Die Frage ist, was setze ich jetzt ein? Wo geht's mit Lieber los? Feuerball. Und sie jetzt halt mal an. Aber es verfehlt. Ist verfehlt. Und die zweite Attacke sitzt dann und ist dabei. Was für Rückkehrfallen? Ach, Elektro. Ja, Liquid Biss dann. Etwas stärkere Attacke und Tektus erreicht um 35. Und wir haben diese Backpackerin dann doch irgendwie noch in die Knie gezwungen. Ich nutze das Training jetzt ein bisschen aus. Wir brauchen es. Könnte man verfolgen. Hier, bitte. Da unten sind die beiden. Okay. Gut, und dann kommen wir Richtung Prospekt. Dann nehmen wir mal die zwei. Der eine trägt sogar Mundschutz. Das ist halt mit Corona sehr, sehr wichtig. Ist aber nur ein Mediziner. Tockentick und Gladiandri. Der Tockentick ist zu Gift. Das ist gar nicht mehr so schlecht. Gladiandri. Aber warte mal, wir machen es andersrum. Gehen wir auf Togetic und du gehst mit Flammenwurf auf Gladiandri, damit wir das zumindest schon mal raus haben. So, Togetic kriege ich mit Giftflammen. Weil es nicht typ normal Fee sein dürfte. Wir sind so weiter weg von Togepi. Und hat eigentlich noch eine dritte Entwicklung. Dann war das weiter, das ganze Spielchen. Und dann gehen wir auf Giftschock. Und dann müsste es eigentlich down sein. Ja. Das war's. Das war so gut. Bye bye.
Und wir haben die beiden besiegt. Wir haben die beiden besiegt. So. Okay. Dann müssen wir eigentlich fast alles haben. Bei Kabayada habe ich auch sehr lange überlegen, ob ich das Team nehme. Das müsste ich mal offscreen. Es gibt spezielle Voraussetzungen, wie man das entwickelt. Die Pikachu, ist das eine Pikachu-Statue? Das ist eine Künstlerin, ne? Künstler, Marvin. Und er hat einen Smogger. Reaktionsgas. Okay. Finale. Sagt sie selbst in die Luft, damit es uns betrifft. Problem ist wegstecken. Und Mogelbaum. Okay, Schlappel, du bist schon lange nicht mehr im Einsatz gewesen. Könnt ihr auch auf Tektor bleiben, klar, das ist ein Wasser-Pokémon, aber durch den Käfer-Typ mit dem Gesteins-Pokémon. Mogelbaum ist Typ Gestein und nicht Typ Pflanze. Also auf Samenbomben. Tschüssi. Oder auch nicht. Ja, der Gestein. Wieder drauf. Nochmal. Auf die Samenbomben. Und damit war's das. Tschüss, Mogelbaum. Ich fange gerade noch irgendwas. Ne, hier ist weiter. Gut, dann sind wir heute angekommen in Passbeck und da ziehe ich doch schon die Arena. Das dürfte vom Typ Geist sein, wenn ich es richtig sehe. Das würde auch tippen mit dem Makabayago. Das könnte Elektro sein. Ja, es sieht ziemlich nach Geist aus. Okay. Passbeck hat ja eine unterschiedliche Arena, je nachdem welche Edition wir spielen. So, in Pokémon Schwert ist es da eine Kampfarena, glaube ich, wenn ich richtig im Kopf habe. Das wäre mir tatsächlich persönlich lieber gewesen als jetzt Geist. Die Frage ist, komme ich jetzt weiter? Und kann mir tatsächlich jetzt irgendwo mein letztes Teammitglied fragen? Ich muss natürlich hier nochmal durch, kurz ein Item holen. Ein verstecktes Item. Cool, Diktri. Wo muss noch ein verstecktes Item sein? Also, durch ist gar nicht mal so unwichtige TM. Sagen wir es mal so. Da ist er nämlich. Und da kommt sie hier rum. So. Oh, ach, scheiße. Das vergesse ich immer. Und das ist die TM-74 Giftschock. Die haben wir ja zu unserem Pokémon vorbeigebracht. Die behalte ich auch drin. Gerade weil, wenn ich schon mit Toxinfeuer komme, dann können wir Kämpfe sehr schnell beenden. Skuntank hat sie ja drin. Wir haben noch Metallmantel, versteckt vom Typ Stahl. Haben wir ja auch gar kein Pokémon im Team. Glaube ich zumindest. Ne, müsste kein Stahl-Pokémon dabei sein. Das heißt, ob wirklich die nächste Arena wäre. Die ja dann vom Typ Fee sein dürfte. So, jetzt gucke ich gerade, ob ich hier alles habe. Jetzt komme ich jetzt hier weiter. Ich gehe mal hoch, ich gehe jetzt gleich. Nein, hopp. Hey! Wegen eben nochmal. Ich will wirklich, dass den als Gefühl wegen mir Kratzer bekommt. Dann schaue ich das an. Ich hab keinen blassen Schimmer. Bis eine Antwort auf diese Frage für den bleibt, mir dies alles übrig und stärker zu werden. Danke, gibt es für die verschiedenen Methoden. Besser, wenn wir gegeneinander kämpfen und ich ein paar davon ausprobieren kann. Ja, machen wir das doch. Kämpfen wir mal gegeneinander, gegen hopp. Du fängst mit einem Urgel an, was auch immer das ist. Okay, das ist ein Wasserflug-Pokémon. Da wäre ich jetzt Elektro die richtige Wahl. Die ist nicht besser als Insektas. Gerade wegen Flug-Pokémon. Level
29, bist du? Achtung, unterschätze dieses Pokémon bitte nicht. Das ist gut. Oh, da ist eine Attacke. Taucher. Gut ist. Okay, so wie du in dem Feldboden tauchst. Warte mal, müsste Eis jetzt langsam. Ich paralysiere das Pokémon erstmal. Und dann greife ich ein. Oh, dieser scheiß Fisch, der da wohl das sollte Picuda sein. Oh, Wacko. Eigentlich war es so geplant, ihn zu paralysieren. Aber das Pokémon hat ja gerade diese vierfachschwächige Elektro. Aua! Okay. Und das Ding da die Paralyse anschlägt. Okay, du weißt, wie du kennst. Es hat ein Pikachu im Maul. Really? Okay, das hat sich gerade erledigt. Aua! Und ich krieg dieses Pikachu doch noch ab! Alter! Was ist das für ein Vieh? Dieses Pokémon unterschätzt es bitte nicht! Das ist ein Doppel-K.O. für uns! Hä? Mal gucken, was er hat. Jetzt kommt er mit Toxin. Entwickelt sich, glaube ich, auch noch. Ah, fertig, warte, genau. Hat der einen Witz. Dürfte eigentlich nicht wirklich was können. Nee. Tut es nicht. Genauso damals in der ersten Generation, wo der normale Gary damals in Abra hat. Das kann auch nicht. Chimsticks, das ist ein Pflanzenstarter. Ja, über den Ohren habe ich gerade ein bisschen an der Weh getan. Das habe ich gemerkt. Aber jetzt sollte das doch laufen. Alles mit ja, dein Volley wahrscheinlich hat er noch. Sein Volley müsste er noch haben. Und ich glaube, seine weiter sein Vogelchen, sein Micro. Also seine Weiterbildung. Gerade jetzt. Ich glaube, zwei hat er noch. Ich dachte, Level 35, Skantex 37, Libello 36. Okay, drei Level-Ups. Belektro kriegt leider keine Erfahrungspunkte. Zalanga hat er noch. Hat er das hier auf 6 aufgebaut jetzt mittlerweile? Oder hat er seine Pokale irgendwas ausgetauscht? Ich glaube, es müsste jetzt das Vorte sein. Vogel, sein Starter. Dritte oder vierte? Ich weiß es gerade nicht. Und, ich guck nochmal Apfelsäure ein. Schreiben wir, das müsste genauso wie Paralyse. Müsste genauso wie damals. Ja, die Luftbild sein. Genau, die schlägt. Bei mir schlägt die Paralyse an, bei dir nicht, oder was? Okay, er hat dazugelernt, muss ich sagen. Und zweite Mal Paralyse direkt angeschlagen. So. Das ist die Sambo. Ja, tschüss. Aha, er hat kein Volley im Team mehr tatsächlich. Okay, jetzt hat Volley, Volley rausgenommen, jetzt hat er ein Vögelchen rausgenommen. Gut, er hat Ohrwelt mit drin genommen. Er braucht keine zwei, okay. Hm. Ich habe ein bisschen herum experimentiert, weil der Team auch schon geändert. Aber es hat irgendwie auch nicht gebracht. Heißt das, ich bin wirklich ein Schwächling? Ach nein, du hast mir definitiv ziemlich weh getan. Ich war einfach nur ein bisschen am Level drüber. Ja, und Bruder ist für mich einfach der Coolste. Ich möchte auch so ein Trainer werden wie er. Deshalb will ich auf keinen Fall, dass die Leute nur wegen ihr dumme Witze machen. Ich muss mir herum experimentieren. Noch viel mehr. Ich werde mein Team zusammensuchen, das perfekt zu mir passt. Ein Team, das verdankt meiner persönlichen Stärke als Trainer, was ich selbst hinauswächst. Gut. Dann haben wir die Jungfern heute. Bei der Arena-Challenge sollte man für sich und seine Pokémon kämpfen, wie man sonst. Warum sagt sich dann freust du sehr über die gute Champs? Jeder weiß doch, dass er ein Schlagbar ist. Wird aber auch sein. Danke, dass du mir dein Können gezeigt hast. Hier, das ist für dich. Und wir kriegen die Liga-Karte von Nio. Nio ist der nächste Arena-Leiter auf jeden Fall.
Und als nächstes für dich entwickelt Tanja von Passbeck. Viel Spaß bei der Arena-Challenge. Ja, genau. Das sollte eigentlich für unser Belektro Geister-Pokémon los. Ich müsste echt völlig aufpassen. Er wird wahrscheinlich Standard-Geist-Pokémon mit Gengar besitzen. Das vermute ich mal. Und Gengar aber wahrscheinlich auch so ein Dynamax-Pokémon. Ich weiß es tatsächlich nicht, wie der Dynamax aufgebaut ist. Ich meine, er hat Gengar mit dabei. Gut, Geister-Pokémon gibt es ja viele Möglichkeiten. Gott sei Dank. Mittlerweile ist ein bisschen Abwechslung drin, weil ich kann mich erinnern, damals in Pokémon Hard Gold, Jens, der Arena-Leiter von Dig City, damals mit der Geist-Pokémon, die haben nur drei Stück gehabt. Die haben Nemo, Alpollo und Gengar gehabt. Und da gab es halt noch nicht viel Auswahl. Genau, ich kann mich jetzt tatsächlich hier in diesen Wald bewegen. Oh, ich kann mich tatsächlich, wenn ich reinkomme, kann ich mir tatsächlich mein nächstes Team nicht holen. Zum Beispiel Burscheinwald? Ja, Burscheinwald. Gut, dann mache ich hier offscreen weiter. Was heißt offscreen weiter? Nein, ich mache hier nicht offscreen weiter. Ich mache onscreen weiter. Ich suche hier als nächstes mal Demon's Glied. Und dann können wir vielleicht sogar schon tatsächlich in der nächsten Arena kämpfen. Bis dahin und auf Wiedersehen bei Let's Play Pokémon. Shit.